Naja, das große Phänomen unserer Zeit ist ja, je größer die Krise in Europa, desto beliebter ist Angela Merkel in Deutschland. Ne? Die ist ja die einzige Politikerin in ganz Europa, die von der Finanzkrise sogar noch profitiert. Da stellt sich doch fast schon die Frage, steckt Angela Merkel vielleicht sogar hinter der Euro-Krise? 99,8% hat sie auf dem letzten CDU-Parteitag gekriegt. Ey, als das der irre Kim Jong-un in Nordkorea hörte, hat er erstmal zwei Generäle hinrichten lassen. Ja, weil der hatte nur 99,7%, ne? Und dabei hat die Merkel ja überhaupt keinen festen Standpunkt, gerade in der Euro-Frage. Die laviert und eiert immer rum, ne? Dabei aber immer in sich ruhend wie ein Amboss. Ne, oder ein Hydrant. Okay, ein Hydrant, ne?